Hallo, herzlich willkommen gerade in Jurassic World Evolution 2. Das wird nicht die erste Runde. Ich gucke einfach mal, wie viel ihr von diesem Spiel hält. Also, besser gesagt, ich schau mal, ob es euch gefällt. Also, hier wird das keine Besonderheit, freies Spiel. Was ich hier gerade spiele, wollte ich gerade. Also ich habe eigentlich so ähnlich wie ein Überlee, also die normalen halt gemacht. Immer gerade hier will ich gerade das Raptor-Gehege machen. Alt. Okay, was ihr wisst. Achso, das wollte ich. Steht im Wasser. Okay. Sehr nervig. Warte, ich konnte es gerade platzieren. Ja. Bumm. Eng. Aber machbar. Ja. War sehr eng. Okay, ich kann einfach nicht durchs Wasser. Scheinbar ist der Weg jetzt nicht Jesus. Okay. Normal. So, jetzt eine Vorschau, also dass die sehen können. Warte, ich konnte es gerade platzieren. Jetzt kann ich. Oh! Ja, komm schon! Ich bin sehr schlecht übrigens in Jurassic World Evolution. Ich habe ja nicht mal den ersten Teil gespielt. Als falls ihr fragt, hey, hast du mal Jurassic World Evolution 1 und 2 gespielt? Ne. Mit Jurassic World Evolution 2 erstmal angefangen. Also so. Und so begann eigentlich die ganze Story mit Jurassic und so. Erstmal muss ich warten. Weil ich kann euch immer halt Tipps geben, weil ich kenne mich hier schon etwas aus. Weil ihr einfach nicht für euch nicht auskennt. Ich erkläre es euch, ich werde es euch alles erklären. Halt, ich werde dann auch etwas dazu lernen. Also, wir werden das komplette Spiel. Ich habe schon etwas gespielt, sorry. Ich komme erst gerade auf die Idee. Also, ich werde alles wiederholen. Ich werde Jurassic Park Guide wiederholen, ersten Teil, zweiten Teil. Ich werde jeden Teil einfach wiederholen. Und falls ihr sehr Lust drauf habt und wir schon die 200 Abonnenten bald knacken werden, werde ich vielleicht mir sogar das DLC kaufen. Wenn es überhaupt ein DLC gibt. Keine Ahnung, ich bin einfach nicht der Schlauste. Ich lasse mich wenig informieren. Brutkasten. Oh. Brutkasten, sagen die alle nein. Medizin, nein. Hier ist gar nichts. Genom, nein. Ja gut, ich brauche erstmal so ein Center. Ohne diesen Center oder keine Ahnung, ich weiß auch nicht, Zentrum. Ihr Besucherzentrum. Darf ich ja nicht vergessen, weil das spielt eine sehr wichtige Rolle in Jurassic Park, der Film. Aber auch eine sehr wichtige Rolle im Spiel, besser gesagt. Eigentlich ähnlich wie einfach wie der Film. Ich werde hier noch das machen. So, ich brauche erstmal eine Einheit, die Dinosaurier halt fängt. Eine Security-Einheit, also besser gesagt mehr, also Sicherheitspersonal brauchen wir. Okay. Und das. Da ist er bitte. Weil sie kurz irgendwas Gelaber hört. Da kommt irgendwas am Handy. So. Das wird das. Und dann habe ich das. Ah ja, und eine LAN darf ich ja nicht vergessen. So. Läuft der Minus. Okay. Sagen die so.
Ja, ich gehe mir ins Minus. Den Laden kann ich sofort abmontieren. Es bringt nichts. Ich muss erstmal wirklich schaffen, dass ich Dinosaurier habe. Aber darum kümmere ich mich. Oh, ich brauche ein Expeditionszentrum. Oh, ich bin nicht das Schlauste. Also ich bin besser gesagt ähnlich wie ein Noob. Aber ich kenne mich schon hier aus. Ich kenne mich schon aus. Also etwas. Schreibt mir ein paar Tipps immer noch rein. Also ich bin mir in manchen Spielen einfach komplett schlecht. Falls ihr es nicht wusstet. Ranger Team habe ich. So, jetzt wird es richtig interessant. Weil ich brauche jetzt nämlich viele Gebäude. Einmal. Oh. Expeditionszentrum, um Dinos zu sammeln auf der ganzen Welt. Und dann brauche ich einmal was ganz Wichtiges. Oh, ich verklick mich mal. Ja, das ist sehr wichtig. Medizin für meine Dinos. Das brauche ich. Und ich werde es bald bekommen, wenn ich irgendwann das Expeditionszentrum habe. Bei ja gut, ich habe jetzt viel Geld als Startkapital gewählt. Also das ist eigentlich ein bisschen Training. Was Training? Ja, aber ich will einfach. Aber natürlich brauche ich Wissenschaftler, die ich einstellen werde. Was ich will nehmen, den ist mir egal. Weil ich rekrutiere jetzt auch wieder ein. Okay, da werde ich der jetzt. Das war eigentlich billig. Okay. So, ich kann jetzt das Expedition starten. So, nein, ein Fleischfresser bitte. Diloraptoren, naja, die sind sauge. Weil ich brauche einen Velociraptor. Weil ich kann einfach nicht mit einem Diloraptor starten, weil das Problem, er ist immer ausgebrochen. Ich brauchte 50 Hubschrauber, um erstmal alle Diloraptoren einzufangen. 50 Hubschraubern. Wie es euch denken könnt, 50 Hubschraubern. Am Ende habe ich einfach eine Lösung gefunden und habe eigentlich als Tipp, wenn ihr Diloraptors habt, ich kenne einen Trick, wie Diloraptoren nie rauskommen. Egal was sie versuchen, die können nicht mal 1 Zentimeter deine Gäste begegnen. So gesagt, bau einfach das Gehege mit Stein komplett zu. Also komplettes Gehege ist voller Steine außerhalb. Die, also das ist mehr so eine Wand, Steine nach dem Zaun. Die können nicht mehr durch. Und so können die Gäste gar nicht mal erstmal beißen. Und so sind eigentlich die Gäste unverwundbar. Wenn man das so ausdrücken will. Personalzentrum brauche ich nicht. Das. Nee. Sag nein. Okay. Nein. Wenn wir das ein Dino haben, dann läuft echt gut. Da läuft's. Zu wenig Strom. Na, ich tue mir mal einfach das nehmen, weil ich einfach Lust habe. Aber natürlich habe ich mir einen Englisch Strom gewählt. Englisch Treibstoff und so weiter. Also hier war schon ein paar Vorteile. Natürlich werde ich auch, falls ihr einen Kommentar wollt, dass ich eine Challenge werde, echt brutal schwer machen. Also ich werde mir schon einige Hindernisse machen. Und ihr könnt schreiben, was ich verändern soll und wie lange ich es aushalten soll. Schreibt es in die Kommentare und dann werde ich es machen. Aber erstmal warten.
Also das warten jetzt wir, bis es irgendwann durch ist. Ach, ich habe jetzt vergessen. Wie machen wir noch mal das mit der Geschwindigkeit? Ah ja. Dreifache Geschwindigkeit. Da können wir an den Bäumen, wie schnell ist. Tag-Nacht-Zyklus rastet aus. Hab's verstanden, Tag-Nacht-Zyklus explodiert. Okay, ich hab die Fossilien. Bitte leise da drüben. Oder wo? Keine Ahnung, manchmal gucken die einfach komisch an. Okay. Etwas Geld. Wow. Okay. Auch beide. Beide Forscher. Wow. Ja, die Tür. Merkt nur dir das echt. Alle Dinos, die ich gerade gefunden habe, ein Instant Novus. Wieso dauert das 100 Jahre? Okay. Wir sehen auf immer 3. Das ist die Jurassic Park Map übrigens. Hab vergessen, welches Land das ist. Die so denken sich, wow, es ist hier so spannend dran. Hier gibt es ja nicht mal ein Dino, wieso ist es so bekannt? Ja, wartet Gäste. Ich habe einige Probleme. Ich mal ein Gast hat mein Park betreten, aber es wird sich ändern. Und das heute. Wow, ich hätte gerne Musik hinzugefügt. So dramatische Musik. Aber nein. Und oh, ja, Panik, Probleme. Wartet, ich entferne dich, entlassen, neun hinzufügen. Ich brauche jetzt 4 Punkte in Genetik. Ich brauche das Personalzentrum wenigstens. Personalzentrum wird wichtig sein. Dann kann ich wenigstens meine Leute ausbilden. Ja, Personalzentrum jetzt kommen. Ich brauche nicht Personalzentrum. Dann kann ich schon langsam investieren, dass ich die aufleveln kann. Und dann geht die Party. Oh, das dauert 100 Jahre. Warte, kann ich... Oh, das ist schon die maximale Geschwindigkeit. Oh. Erledigt. Boah, ist langsamer. Gut, Personalzentrum. Wo macht mir das Sinn? Ich würde sagen, so hier. Hier. Perfekt. Das Personalzentrum ist mir schon perfekt. Das Spiel kommt gar nicht mehr klar in der Geschwindigkeit, wo es gebaut wird. So. Und kann neue hinzufügen. Wow. So interessant. Okay, sie ist praktisch. Ich könnte mir jetzt schon so ein Update machen, aber mache ich nicht.
Okay, ich nehme dich. Nehmen wir mal Spezialfertigkeiten. Ja, das muss ich jetzt noch machen. Wir können jetzt aufwerten. Endlich mal. Und ich mache schon gleich eine Expedition, weil ich die brauche. Mach ich mal für Pflanzenpresser. Eine Expedition. So, die Expedition wird klasse. Der Hubschrauber ist erstmal so weggeflogen, die Expedition halb, die hat schon die Halbzeit. Wow. Ich denke daran, dass die Dino einfach teleportiert werden zu Hubschraubern. Und man denkt sich so, what? Ich denke auch so, what? Habe ich schon. Achso, ich war hier festgesteckt und kann jetzt das. Es geht ratz die Fatz. Kann ich auswählen. Oh. Jemand anderes ausbilden. Ist mir egal. Bericht ist mir egal. Auf egal. Auch bestätigen. Genieren. Genetik. In tief. Eine Million ist mir egal. Die Zeit geht so schnell runter. Das Spiel kommt echt gar nicht mehr fast klar. Ich will immer noch die Sicherheit meiner Gäste. Und weil ich das Geld habe, mache ich mir noch ein zweites Sicherheitspersonal Basis. Brutstätte 2, ich habe nur meine Brutstätte 1. Oh, Sicherheits 5. Oh, jetzt. Ich bin Claire Deering. Es ist bestimmt anstrengend, so viele neue Menschen zu treffen. Vor dir liegt ein einmaliges Abenteuer. Zumindest war es das für mich. Du wirst schon sehen. Dieser Saurier ist etwas Besonderes. Eigentlich sind sie das alle. Aber dieser hier ist wegen des gehörnten Kopfes auffällig. Es ist ein Ceratosaurus. Er sieht wie ein kleinerer T-Rex aus, kann aber bestimmt genauso gut zubeißen. Danke, Claire, für diesen Vortrag, für diesen Dino, den ich gar nicht mal interessiert. Toiletten hab ich beim Anfang gebaut. Aber so, weil ich es kann. Kann ich eine Toilette machen? Oder gilt die jetzt verschollen?
das kriege ich erstmal Millionen Sachen. Die Forschung ist gigantisch gewachsen. Und wie ich weiß, braucht größere Sicherheitszäune. Bevor die einfach durchgehen. Warte, wo ich gerade das mache. Warte, war falsch. Ich wollte die Eier. Ja, ich krieg jetzt Geld. Also, soweit man sowas hat, hat man schon Geld verdient. Also einfach, hast du deine ersten Dinos und viele Getränke und so, wirst du eigentlich schon das erste Geld verdienen. Du musst also wirklich einen guten Dino bringen und ihn sofort, dein bestes Dino musst du immer am Anfang machen. Und halt, ja, und dann so weiter. Weil jetzt wird es immer besser. Weil die Gäste strömen rein. Weil die wollen immer so einen besten Dino, den sie finden. Aber wenn er ganz weit weg ist, werden die viel latschen. Und die werden Durst haben, Hunger haben. Und müssen ab und zu mal ins Klo. Also am Klo. Und wenn du so viel da hinstellst, wirst du so viel Geld verdienen. Ich sag's dir, das ist immer so ein guter Plan. Halt immer die Dinos etwas auch weiter weg. Ich sagte gerade etwas weiter näher, jetzt eigentlich mehr weiter weg. Och, die haben Hunger. Diese kleinen Kinder. Wo haben die denn Hunger? Okay, ich merk's. Die haben Hunger überall. Perfekt. Geld strömt rein. 9000, jo. Jo. Okay. Oh, wie viel Geld man verdient. Ja. Seht, die verdienen schon sehr viel Geld. Also es lohnt sich halt echt enorm. Die sind auch nicht kampfbereit, habe ich eingestellt, dass sie jetzt nicht so brutal ausbrechen. Komfort 100%. Wirklich ausbrechen werden die, glaube ich, mal nicht. Aber wenn die schon einen Ausbruch machen, ich mache sofort 50 Hubschrauber auf die. Weil ich sag's dir, wenn ein Fleischfresser sehr gefährlich ist und er echt oft das ausbricht, wie der Diloraptor, ich werde 50 Hubschrauber hinschicken. Die werden jede einzige Sekunde nur betäubt. Weil ich muss das machen. Weil das ist ja brandgefährlich. Okay. Nicht mehr, nicht das. Ich will das. Ich muss nochmal zur Forschung und erstmal gucke ich mal, was sie für mein Personal. Oder hier.
weil natürlich habe ich auch das Gesundes, also dass die Dinos gesünder werden. Muss ich das Ende freischalten? Okay. Scheint gut zu sein. Bup, bup. Erledigt. Das dauert auch jetzt nicht lange. So ein wunderbares Gehege für mein Tierchen. Die sind jetzt nicht gefährlich, aber ich will sicherheitshalber einfach Stufe 3 Zäune einfach hinrichten. Dass meine werten Freunde, also meine Gäste jetzt nicht immer noch aufs Spiel gesetzt werden. So ein Sichtfeld, okay. Was für ein Sichtfeld hat das noch? Okay. Ich mach's das so gut, plus vielleicht schaffen wir es sogar 1 Million Euro zu kriegen. Aber ich glaube es nicht. Wo war das? Ah ja, die Anlage. So, etwas Wasser brauchen die ja. Geht schnell, okay. Jetzt mich jetzt nicht verklicken. Ich muss sie mit Hubschrauber in das Gehege, wo diesen. Ey, sicher jetzt auch 3. Und das sind ja 3. Perfekt. Wenn ein Komfort von 100 haben, also ist ihr Gehege eigentlich jetzt nicht wirklich mit Änderungen. Weil wenn ihr guten Komfort haben, werden jetzt nicht wirklich ausbrechen. Transportiere Produkt. Okay, ich bin Isaac Clement. Zusammen bauen wir den erstaunlichsten Saurierpark aller Zeiten auf. Hoffentlich sterben wir nicht dabei. Im Ernst jetzt, ich will nicht sterben. Ja, bla bla bla. Schau dir einen Strauß oder einen Emu an und dann sag mir, dass es zwischen ihnen und dem Struzeomimus keine Verbindung gibt. Das hier ist einer der vogelähnlichen Saurier, die wir wiederbelebt haben. Er hat einen Schnabel und keine Zähne. Er lebt in Gruppen und ist Pflanzenfresser. Insgesamt ein fantastischer Neuzugang.
Oh, yes. Perfekt. Oh mein Gott, das ist ein bisschen trocken. Egal, weil jetzt geht's gut. Oh, die haben, wollen jetzt Fernprodukte. Ich sag einfach nur perfekt. Fanprodukte. Fanprodukte kommen sofort. Jetzt schon, mir fällt 1 Million habe ich schon wieder das Startkapital. Wow, läuft sehr enorm gut. Ja gut, ein bisschen mit Schummeln. Auch hier noch einmal ein Sicherheitsbunker. Hier, der Strom nicht. So, jetzt können wir zum Schutz noch mehr Schutzbunker. Läuft so gut. Die Geschäfte überfüllt. Also es ist so gut. Die fahren ernsthaft einen Hubschrauber oder was? Oder was machen die? Keine Ahnung. Lagunenbereich. Wie kann ich sofort freischalten? 2 Sterne. Auch 2 Sterne. Ist irgendwie fast alles 2 Sterne. Wow. Ja, Gästeaktuation. Das brauche ich. Ich guck mal so, ob ich jemanden bei die Expedition schicken kann. Diloraptor wird nicht das Gehege vernichten. Ein Komfort halt mit 100% würden die eigentlich gar nicht mehr ausbrechen, weil die sich so wohl fühlen. Schon wieder die Hälfte der Expedition und der Hubschrauber ist nicht mal so weit geflogen. Wow. Habt ihr schon das Startkapital übertroffen? Warte ich mal. Alles zusammen 50.000, wow.
Echt alles überfüllt. Ich krieg mehr Geld und mehr. So, hier was. Perfekt. Oh, oh, Sturmwarnung. Alle evakuieren. Tipp, wenn ein Sturm kommt, alle Schutzräume sofort öffnen, weil der Sturm ist eine Bedrohung für die Gäste. Man muss jetzt den Posten, den Posten jetzt ein Einfangschiff zuweisen. Dem Posten muss ich auch ein Einfangteam. Ich weiß, ich weiß. Gebäude gehen kaputt, aber kein Problem. Aufgabe das, das und das. Gut. Aufgabe. Das. Schutzräume wurden geöffnet. Okay, die Stunde ist vorbei. Okay. Okay, schon mal alles wieder von den Sturm erholt. Okay, jetzt muss Helian abchecken. Und habe ich schon einen neuen Dino? Keine Ahnung. So, jetzt zeig mir mal, wo man diese Forschung. Okay. Keiner gesagt, dass ich die Zeit. Mehr Gäste durch Hotel. Okay. Wir wollen es in Hotel. Wir haben es in Hotel. Okay, ich kann nicht. Ihr fragt mich, wieso will man eigentlich noch ein Hotel in ein Dino Park. Okay. Der Park soll so modern und hochwertig wie möglich sein. Je mehr Gebäude, desto besser. Je besser die Gebäude, desto besser. Wichtiges Upgrade. Ja, hat keins freigeschaltet. Nee, ich will das nicht, bitte, nein. Was sollte, wenn das gehört hat? Hoffentlich nicht. Oder das besser nicht. So, okay. Alles gleich geblieben.
Die Parkbewertung ist so. Ich brauche mehr neue Dinos. Fliegt du Hubschrauber? Okay. Die Hälfte der Missionszeit ist um. Sag mir nicht, du schaffst es irgendwie so da vorne ganz hinten bei diesem Anfang des Berges. Du ja so ein Dino, den ich wollte gerade zu fangen. Unmöglich. Ich habe vergessen, die Betäubung muss ich jetzt wegmachen, weil der Zaun ist ja nicht. Oh, nein, ist nicht das. Perfekt. Das alles? Oh. Mein. Das ist 100%. Ich weiß ja nicht, was das ist. Da war es aber nur perfekt. Weil 100% von Fossilien bedeuten auch, dass das bedeutet, dass ich auch nur perfekte kriegen kann. Den Dilo-Raptor habe ich. Dilo-Raptor muss ja auch sein eigenes Gehege noch machen. Und hat falsche Seite. Abmontieren, abmontieren. So.
höre, es läuft alles perfekt. Infiziert. Reinigen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Produkt ab. Produkt wird transportiert. Transport im Gange. Produkt zugestellt. Dieser Dilophosaurus hat ein Nackenschild, den er aufstellt, wenn er Gefahr wittert. Außerdem spuckt er seiner Beute in die Augen, sodass sie nichts sehen kann, wenn er angreift. Okay. Die zwei Sterne. Zustellung abgeschlossen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic World Evolution 2. Ich hoffe, euch hat diese Part gefallen. Wir werden in der nächsten Folge erstmal mit dem Wasserdinos anfangen und dann mit dem Flugdinos. Oder schreibt in die Kommentare, dass ihr zuerst die Flugdinos und dann die Wasserdinos. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Jurassic World.